Ich bin's, der Mick alias Heimburg. So, ich muss mich jetzt mal beeilen, weil das Licht ist gleich nicht mehr da. Oh, sieht schon total dunkel aus. Also fangen wir direkt an. Ich habe heute nämlich drei Schmankerl, die ja bestimmt so ganz schön peinlich sein könnten. Keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, dass ich zwei davon selbst schon erlebt habe. Aber welche sage ich natürlich nicht. Fangen wir direkt an. Ach ja, apropos Ei. Und so, und so, und so, und so, und so, und so. Fetten Arsch. Ist das nicht herrlich? Du bist auf einer Party und möchtest vielleicht mit deinem Kumpel einfach nur mal ein ernstes Gespräch führen oder eventuell auch einfach nur mal total ablästern über die Tante, die da hinten steht. Und der DJ vermasselt die Übergänge so dermaßen, dass natürlich dann alle im Raum das letzte Wort mitbekommen und du stehst als der Dumme da. Hör mir auf mit deinem Arschloch. Ich bin jetzt kein DJ, aber ich meine, in Zeiten der automatischen Playlists muss das noch sein. Das sind dann Situationen, wo man natürlich sofort alle anderen davon überzeugen sollte, dass man natürlich gerade nicht gelästert hat oder einfach nur mal so mit Schimpfwörtern um sich schmeißt. Vielleicht ist das doch einfach ein Ding des Karmas, das da oben sitzt und sich total Schrott darüber lacht, dass du genau jetzt in so eine Situation gekommen bist. Was haltet ihr von Karma oder Schicksal oder eine höhere Macht, die irgendwie euch immer in so eine Situation bringt? Schreibt mir doch eure Meinung einfach in die Comments. Von mir schwanger. Ich meine, klare Schuld des DJs. Ja. Oder kennt ihr das? Das Geschäft der Geschäfte. Mit einem Prospekt oder einem Buch unterm Arm. Klar, Bücher lesen auf Toilette. Gibt es irgendjemanden, der Bücher liest auf Toilette? Ernsthaft? Wie viel lest ihr denn dann? Eine halbe Seite pro Sitzung? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr braucht. Naja, und dann das. Gibt es für sowas einen Plan B? Es ist ja eigentlich ziemlich egal, ob das zu Hause passiert oder auf einem Rastplatz auf der Autobahn. Wenn man aber nur mal für kleine Königstiger muss und einem so etwas passiert, dann ist natürlich nach dem ersten Frust erstmal Kreativität gefragt, um da heiler rauszukommen. Ich will da auch eigentlich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Gibt es überhaupt einen Plan B für sowas oder kann es überhaupt einen Plan B geben oder gibt es irgendeine andere Art der Prävention? Ich meine, vielleicht habt ihr immer Klopapier dabei? Wenn ihr Vorschläge habt oder irgendwelche Ideen, schreibt's doch, ihr wisst schon wohin. Das wird so langsam schon komisch. Oh, und zu guter Letzt das noch. Blödelö, saures Auto! Ganz ehrlich? Das passiert mir so oft. Das passiert mir teilweise so oft, dass ich schon das Gefühl habe, ich könnte das Wetter beherrschen. Es gab schon wirklich Menschen, die mich ernsthaft gefragt haben, was mir einfiele, mein Auto zu waschen, weil es schon wieder am Regnen ist. Grundsätzlich wasche ich natürlich nur mein Auto, um es dann noch einmal mit Regen übergießen zu lassen. Wenn ich mein Auto hingegen einfach mal wochenlang nicht wasche und im Dreck und Schlamm ersticken lasse, dann gibt es eine Dürreperiode. Ich meine, klar, sicher wird es die ein oder anderen Leute geben, die sicher dankbar darüber sind, dass ich mein Auto wasche. Ich denke dann so eher an die Landwirtschaft und so, die sich bestimmt freut, wenn es mal regnet. Aber irgendwie bin ich in dem Punkt ja dann doch egoistisch. Ich glaube, das ist auch eher so ein Ding des Karmas und mein Karma sitzt wahrscheinlich da oben und lacht sich über meinen Alltag total Schrott. Mir passiert immer sowas. So Leute, jetzt hatten wir natürlich was ganz Spannendes über Toiletten, über Autowaschen und über Disco-Besuche. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Und natürlich freue ich mich Natürlich freue ich mich wie immer über jeden Kommentar von euch oder auch jeden Daumen hoch und vielleicht schreibt ihr mir ein paar Anregungen oder so.
wünsche euch noch einen schönen Sonntag und checkt doch mal das letzte Video aus über das Niesen am Steuer. Es müsste irgendwo hier oder so da sein. Da, keine Ahnung. Schaut euch doch das Video, wie gesagt, an über das Niesen am Steuer. Dieses Ei, ne? Kann man das mal eben zeigen? Dieses Ei übrigens, ne? Das ist jetzt schon locker 2 Wochen alt, ne? Ungekühlt. Liegt hier rum. Ist ein rohes Ei. Ich wollte das nur mal sagen, ne? Ich weiß nicht, wenn sich einer auskennt mit fermentierten Eiern oder ab wann ist so ein Ei offiziell fermentiert oder so oder wann stinkt das? Könnt ihr mir ja auch schreiben und so. Oder guckt euch doch mal die Playlist Musik an. Da mache ich ein bisschen Musik. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch dann nämlich noch einen schönen Sonntag. Und wie immer, möge das Ei mit euch sein. Wow.